Backpack! Battle! Let's fucking go, man! Let's go! Give me the crown, let's go! Es gibt 4 Klassen. Waldläufer, Sensenfrau, einfach Sensenfrau, Berserker, neu, Pyromane, neu. Jede Klasse hat, wie wir wissen, Unterklassen. Ich glaube, zuletzt, als wir reingeschaut hatten, hatte jede, ne, gab es immer bei Welle 7 oder 8 dieses Unterklassen-Item, was die Unterklasse dann, festgelegt hat. Und das waren, glaube ich, immer bei jeder Klasse 3 oder 4. Und, jetzt sind es, glaube ich, 7 oder 8. Bei jeder Klasse. Das heißt, es gibt effektiv, keine Ahnung, 16 neue Klassen oder so. So, es gibt dazu super viele neue Items. Und diese Page, wo man alles collectet, ist halt bei jeder Klasse unterschiedlich. Ihr seht auch hier schon, ich habe ein bisschen gezockt. Ja, seht ihr gerade nicht. Jetzt seht ihr es. Es gibt einen neuen Drachen. Es gibt generell so viel neuen Shit, Digga. Es ist wirklich crazy. Ich glaube, mit Pyromant so langsam High-Elo werden wäre geil. Oder wir probieren beim Berserker noch ein paar Builds. Ich glaube, ich würde beim Berserker noch mal was probieren. Ist das ein Engel? Ein Hammer mit einem Berserker? Digga, Hammer mit Schlagring. Das ist für einen Start sehr geil. Kann ich immer verkaufen. Knobi? Nö. Das ist ganz geil. Und das Ding nehmen wir auch mit. So. Okay. Ja, ich glaube Hammer mit Schlagring und Dolchen. Das könnte klatschen. Boah, Alter. Hört mal, wer da hämmert, Alter. So. 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 Gut. Oh, Alter, nochmal. Schmackhaft. Banane im Angebot? Nee, ich habe zu wenig Platz. Jawollo. Ja, aber war das nicht mal mit Sternen, dass man die irgendwie so reinlegen musste? Also jedes Mal Dolche machen. Jedes Mal, wenn der Gegner benommen ist, triggern die. Nochmal. Das heißt, man versucht, den Hammer möglichst oft angreifen zu lassen, damit der Gegner immer bei jedem Hit zu 50% benommen wird. Dolche verbrauchen keine Ausdauer. Und dann holen wir uns noch den Schlagring, der auch keine Ausdauer verbraucht. Nee, ich meinte, früher war irgendwas mit dem Hammer, dass irgendwie nur was da drin liegt. Aber war wohl nicht so. Boah, Alter. Vor allem, der macht halt im Early Game so einen Schaden, ne? Geil. 50-50 ist fast immer gut, das stimmt. So. Boah, sehr frühe hungernde Klinge. Ich weiß nicht, wie lange ich das auf Deutsch aushalte, aber ist ganz geil für die Erklärungstexte. Ich würde mal gern was zum Schmieden haben wollen, aber das ist auch gut. Platz. Schön viel Platz und eine Banane. Banane! Sehr gut, Klugi. Sehr gut. Ausgezeichnet. Boah, Alter. Manchmal hittet der so schnell. Na gut. Er hätte 2 maximale Leben für jeden Kampfbeginn. Gegenstand ist neu. Okay. Netter Side-Effekt. Man kann mit dem Hammer immer ein bisschen Sachen knacken. Sehr früher Drache. Krass.
So, da wäre ein... Hä, gibt's den Mana-Dagger nicht mehr? Krass. Doch. Hä? Wie baut man den denn jetzt? Wie baut man den denn jetzt? Mit Mana-Trank. Wie macht man Mana-Trank? Digga, über 8 Ecken. Das ist ja kranke Scheiße. Alter, das ist jetzt einfach in 3. Ne, warte mal. Junge, der Hammer schallert jetzt. Oh, Kacke. So. Das Ding für 1. Let's go. Wie macht man eine Blaubeere Health Potion? Ach so. Ach so. Benommen. Benommen. Im Blutrausch benommen, das ist bitter. Boah, Digga, hat die kassiert. Ja, dann brauche ich den ja gar nicht. Alter, was ich hier an Items krieg. Oh Mann, die Sau war nicht am Hammer. Und das ist die nächste Sau. Uiuiui, warte mal, haben die einen Slot? Nee, weiß ich nicht. Kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin, Freunde. So. Let's go. Banane wäre natürlich... Ja. Wir brauchen halt sehr viel Ausdauer. Decker hat einen Slot. Geil. Dann nehmen wir auf jeden Fall... Geil. Nice. Also so billig. Eine Juwelen... Nee, eine Schatzschatulle ist schon geil. Boah, wir rasieren hier aber durch. Geil. So, da sind nochmal tolle Hände. Und wir kriegen hier ein bisschen Gold. So. Raube 7% des Schadens als Leben. Goal. Dann wird er nochmal schneller. Schild für ein bisschen Defensive. Hier haben wir die erste Blaubeere. Schild? Ja. Wenn das so günstig im Angebot ist, dann muss man zuschlagen, finde ich. Hier gibt es direkt einen fetteren. Abfahrt. Geil. Banane drehen. Ja, true. Das ist das geilste Game für Backseat Gaming. Weil so eine Vorschläge, wie die Banane hier zu drehen und die Blaubeere dahin zu legen, sodass beide Bananen von der Blaubeere profitieren. Alter, es wird knapp. Digga, ich verliere. Schade. Gift hat mich geholt. So, hier. Zack, zack. Zack, ultra viel Geld. Käse. Käse. Boah, noch so eine? Das wäre krass. Käse. Fiesling, sehr gut. Jetzt müsst ihr Mäuse spammen. Käse. Genau, Fiesling. Ah, sehr gut. Solche Shatter braucht man, ne? Aber ihr seid alle toll. Ihr macht das schon viel besser. Aber ihr braucht halt nur Anweisungen, ne? Naja. So. Ein Empower? Ich muss eigentlich rerollen für Dolche oder... Ja, das ist ganz gut. Mana Potion. Geil. Stachelhalsband. Joa. Ich krieg hier gar nichts zum Craften, ne? Also für den Hammer. Unheilvoller Kristall. Für die unheilvolle Rüstung. Was macht die nochmal? Mit Dunkelheits-Items und so, ne?
Junge, du hast gerade Stiefel weggerollt. Ich weiß. Ist jetzt die Frage. Ich will eigentlich viele Dolche, aber ich würde auch gerne mal neue Items freischalten. Aber ich glaube, ich gehe da halt jetzt gerade gar nicht drauf. Oh, das ist ein Poison Dagger. Gut. Und Ausdauerback ist auch ideal für uns. Let's go. Was ist das? Aber es sollte recht wirkungsvoll sein. Aber ich glaube, wir regenerieren mehr Leben. Und wir haben auch noch den Trank. Sollte passen. Aber das Blind nervt. Aber wir haben mehr Healing. So. Ja, was nehmen wir? Was macht der Mana-Dagger nochmal? Digga, es ist so lang her. Aber ich habe das Gefühl, Poison-Dagger wäre vielleicht besser. Ich glaube, der entzieht... Also... Ich glaube... Nee, wie war denn das? Braucht der Mana und wird dann stärker? Naja, wir nehmen auf jeden Fall den Schlagring. Warte mal. Warte mal. So erstmal. Nee, aber... So, so. Nee, geht ja gar nicht. Dann müssen wir das... Dann müssen wir das irgendwie... So machen? Ja. Ah nee, der muss ja im Ding sein. Der muss ja im Back sein. Warte mal. So. So. Machen wir so erstmal, solange wir noch keine genauen, solange wir noch nicht 1000 Millionen Dolche haben. Hoffentlich kommen die noch. So, Mana-Dolch oder Poison-Dolch? Ich habe das Gefühl, dass Mana-Dolch scheiße wäre. Wir probieren aus. Machen wir so. Joa. Ausdauerback immer gut. Stiefel. Na, sind schon toll. Ach, Digga, wir wollen die ja schmieden. Ich Vollidiot. Oh mein Gott. Ich denke manchmal gar nicht daran, dass ich halt fucking Berserker bin. So, jetzt müssten wir ultra viel stunnen. Und jedes Mal haut der Dolch extra zu. Guck mal, benommen, benommen. 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 Kannst du schon sagen, wann man dein Knabemalz wieder kaufen kann? Ab nächster Woche. Ausdauertrank, sehr gut. So, der macht jetzt bei Treffer 2 Poison. Und der kriegt noch den hier rein. Gegnerische Heilung ist um 15% reduziert. Das finde ich gut. Abfahrt. So, jetzt sollten wir Poison stacken. Hä, wo ist das Poison? Greift er so langsam an? Oh, scheiße. Ah, haben wir. Ja, der Bild muss sich erstmal entfalten, Mann. Wir brauchen Fickdolche, bitte. Wir brauchen krasse Dolche. Wo sind die? Wir brauchen Dolche. So, wir schmieden.
Eieiei, Leute. Die Schuhe. Nächste Runde dann. Okay. Wir haben keine Dolche. Ja, Trank hätte ich in den Bett tun sollen. So. So, was macht die Rüstung? Zwei Debuffs. Oh, dann macht er mir das Poison drauf. Egal, aber der Poison Dagger macht richtig Work. Geil. Bitte, ey, hätte ich ein Dolch mehr, ich würde so rasieren, ne? Ich würde so rasieren. Ja! Da ist ein Dolch! Geil! Digga, jetzt mache ich halt so viel mehr Damage auf einmal. So krass viel Damage. Mehr. Okay, jetzt geht's ab, Freunde. Ist ganz geil eigentlich, wegen dem Poison, was wir hier drauf stacken. Dann kriege ich immer Rüstung. Machen wir. Oder ich reroll für mehr Dolche. So, die, genau, die Potions hier in den Gürtel. Der wird ja früher getriggert. Aber wenn der hier unter... Ah, das gibt Mana durch. Ja, warum nicht? Ich meine, der triggert dann den da oben und dann kriege ich direkt zum Start mehr Max Life. Aber es bringt mir eigentlich nicht viel. Lieber will ich später den nochmal triggern lassen. Okay. Also unheilvoller Kristall hätte schon was. Spektraldolch. Ja, ich packe ihn in die Rüstung. Let's go. Abfahrt. So, was machen die nochmal? Genau, ich kriege 15% weniger... Nee, genau, ich kriege ein Empower und 12 Rüstung und 3 Debuffs gehen weg. Und ich widerstehe Frost. Ja. So, jetzt bin ich sehr gespannt, was die Dolche machen. Weil jedes Mal, wenn wir jetzt stunnen, triggern die Dolche nochmal. Und jetzt habe ich 2 Dolche. Alter. Yo, yo. Wird gut durchgestunt. Heilt sich aber sehr krass durch den Käse. Was ist das? Runen werden im Laden angeboten. Aha, das habe ich noch gar nicht gemacht. Wirklich sehr viel Käse. Sehr gut, Chat. Die Kette... Okay, jetzt machen wir aber Damage. Boah, krass. Okay. Also wir machen kranken Schaden. Ja! Okay, Spektraldolch. Nutze ein Mana, um die Lebenspunkte direkt anzugreifen und 7 Schaden zu verursachen. Digga, noch ein Dolch. Ja! Oh! Oh, boy! It's a triple. Wie machen wir das? So. So. Das kann weg. Der kommt da rein. Kampfrausch länger. Machen wir es so, ne? Ja, geil. Hä, was? Achso, ja. So. Rolling. Geil. Aber nein, wir gehen auf was anderes. So, noch ein Potion Belt. Ja, müssen wir provisorisch so machen. Nee, ist affig. Ist wirklich affig. So. Nochmal oder den? Dann hätte ich direkt den besseren. Ja, ist gut. Den hau ich... Nee, alles gut. Let's go. Okay, 3 Dolche. Dolche. 3 Dolche. Jetzt wird's übel, Alter. Benommen. Puh.
Boah, Alter, der Burst. Oh mein Gott. Erstes Mal regeneriert. Down. Alter. Haben wir die geburstet? Krasse Scheiße, Bruder. So, der wird... Hallo? So. Besserer Pot, cool. Mehr Angriffsgeschwindigkeit, cool. Leben rauben. Längerer Kampfrausch. Anonymous spendet 5 Euro. Pizzastück, Hamburger, Pommes frites, Hotdog. Schon mal Epic Auto Towers probiert? Gibt momentan nur eine Demo. Ist aber saugeil, Digga. Noch nicht probiert, aber auf dem Schirm. Aber auf dem Schirm. Digga, nochmal. Ja, aber ich glaube nicht. Ich will noch mehr Dolche. Will schön reingreeden. Ja! Ui. Oh Gott, das rennt hier. Oh Gott. Oh, Henno. Oh. Digga. Boah. 4 Dolche. Die verbrauchen halt keine Ausdauer. Selber Bild, aber meiner ist doppelt so gut. Schließ ihn auf. Alter, ratatata. Rein mit den Dolchen. Ciao. Scary viel Damage gemacht wegen dem Dornschild. Wie viel Damage hat das Dornschild gemacht? Das würde ich gerne wissen. Dornen, 40% des Damage. Hoho. Heftig. So. Einfach noch ein Dolch. Mom, bring the camera. Aber der muss ja hier rein. Yay. Warte mal. Scheiß auf den Hammer, Bruder. So. Okay. Den machen wir weg. Vampirdolch. Okay. Heilige Scheiße, Maria und Josef. Okay, krass. So. Wollen wir die Handschuhe schmieden? Ich glaube nicht. Wir wollen schön konsistent mit dem Hammer ballern. Ja, wobei, wenn wir in Blutrausch kommen und der hält 4 Sekunden länger an, dann sind die halt doppelt so gut, wenn die geschmiedet sind. Ich tu's. Let's go. Durchdrehen? Warum? True. Ja, greift ein bisschen schneller an. Sieht halt nicht so schön clean aus, ne? Digga, 5 Dolche. Du wirst jetzt durchgestunt, du dumme Sau. Boah, direkt die Rüstung weg. Ah, jetzt brauche ich halt Ausdauertränke. Digga, immer... Oh Gott, der ist so durchgestunt. Heilige Scheiße. So, jetzt bin... Oh Gott. Ist das krass. So... yes. Ja. Okay, rerollen, oder? Ich könnte die krasse Rüstung basteln. Aber eigentlich nicht notwendig. Wir brauchen keine Defense. Ja, wobei, mit dem Schild zusammen wäre schon gut. Aber wir haben keinen Platz. Ich nehme mal mit. Ja, perfekt. Okay. I've changed my mind. Ah, Mann, ich kann das so... Übrigens, man kann jetzt so markieren, dann kann man alles moven. Das hätte ich eben hier mitmachen können. So. Ganz schön viel Krimskrams auch, ne? So, ich glaube, die Flöte wäre geil. Weil macht uns auch Ausdauer. Wir haben sehr viele Dolche.
sieht nicht so schön aus. Egal. So, der Dolch macht, bei Treffer erhalten wir ein Vampirism. Maximal 5 pro Kampf. Und wir heilen uns bei jedem Treffer um 4 pro vampirischem Gegenstand. Hm. Aber er selber, ne? Heilt ja durch Vampirism auch. Banane? Banane und Bären. Ah ja, true. Danke. So. Schauen wir mal. Boah, der macht so kranken Burst. Ist das insane? Was geht mit Ranger ab, Alter? Was war das? Ich check Ranger noch gar nicht. Dornen? Halt ultra viel Damage durch Dornen gemacht. 147 Damage durch Dornen? Wo hat der Dorn? Ist das ein Anzeigebug? Doch, der hat 8 Dornen. Boah, Alter. Okay, wenn der Gegner Dorn hat, ist das ein Hardcounter für mich, weil ich halt mit so vielem zuhau. So. So. Ne? So. Reroll. Wäre schon gut. Wäre schon gut. Jetzt hätten wir Mana. Aber wir haben eigentlich auch so gut Mana. Aber wir machen einfach... Warte mal, wir können dieses Mondschild machen. Das macht uns dann richtig viel Mana. Aber müssen auch nicht. Also der... Ich glaube, wir sollten das Ding schon mitnehmen, weil der Spektraldolch schon richtig reinschallert. Ich weiß halt nicht... Ich weiß halt nicht, ob ich eben genug Mana hatte, weil ich habe ja hier blaue, also ich habe ja Saphire. Machen wir so. Ja. Gut, let's go. Okay, der hat einen Stab des Feuers und will möglichst viel Hitze erhalten. Lieutenant Dan. Aber ist die ganze Zeit benommen. Und Poison geht rein. So, wir müssen bursten. So, jetzt geht's ab mit Damage. Boah, Alter! Oh mein Gott! Heilige Scheiße, rasieren wir da rein. So. Drachenpanzer. Gut. Gut bezahlt. Okay. Der hat 3 Slots, krass. So, den holen wir uns auch noch. Oh, wir können noch ein Gift durchmachen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir lang... Wir brauchen keinen langen Kampfrausch. Wir sind kaum im Kampfrausch. Also, wir waren nie lang im Kampfrausch. Den Hammer brauche ich eigentlich nicht. Der macht kaum was. Vier bis sieben, acht bis zwölf. Na gut. Wir brauchen halt Ausdauer. Wir brauchen Ausdauertränke eigentlich. Ich meine, die Flöten, ja. Ja, ich hätte die Flöte mitnehmen sollen.
Nochmal die Schuhe. Ja, wir sind Runde 17, macht keinen Sinn. Oh, noch ein Dolch, inshallah. Einfach 6 Dolche. Was ist das? Giraffen missglücken. Alle 1,8 Sekunden nutze ein Glück, um 2 von dem Buff zu erhalten, von dem du am meisten besitzt. Und einen Haufen Karten, Alter. Okay. Das ist nicht gut. Weil die Karten gehen auch weiter, wenn sie gestunt ist. Aber wir bursten übel rein. Oh mein Gott. Ey, und wir heilen uns um so viel. Guck mal, Blutdolch hat 62 Damage gemacht. Prozent. Also ein... Nee, warte mal. Hier sind wir. Krass. Und... Wir haben uns halt ultra viel geheilt immer, ne? Regeneriere 7 Leben. Immer 7. Wenn der... Weil wir hatten 7 Vampirism. Boah. Wenn wir 7 Vampirism haben... Warte mal, jeder Hit von dem Dolch gibt ja dann... Heilt um 1 pro Marke, wenn du mit einer Nahkampf... Ah, Digga, wie... Was? Das ist ja komplett krank. Wir heilen uns jedes Mal um 7, wenn eine Waffe zuschlägt. Das ist kranke Scheiße. Heilige Scheiße, ey. Da ist noch ein Ausdauertrank. Let's fucking go. Und wir heilen uns ja noch durch die Rubine. Alter. Ist das heftig. Ah, wie machen wir das denn jetzt? So. Ne, ich hätte schon gerne beide Dolche drin. So. Zack. 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 So. Wo haben wir den jetzt hin? Ja, hauen wir den Hammer weg. Oder? Chance, einen Buff zu klauen. Ja, Digga, Abfahrt. Ist das geil. Ist das geil. Ey, das ist so ein heftiger Bild. 6 Dolche. Auch viele Special-Dolche. Finale Runde. So. Das ist wieder so ein Burst Ranger. Boah, der macht ja crazy viel Armor, aber es bringt ihm einfach nichts. Digga, wie ich mich heile! Oh mein Gott! Wie viel Schaden hat er gemacht? Digga, der Typ hat 500 Schaden gemacht. Der hat 500 Schaden gemacht. Ich beende den Fight full life. Bitte was? Ist das crazy. Ich hatte 10 Vampirism. Jedes Mal, wenn eine Waffe hittet, heile ich um 10. Jedes Mal, wenn Schlagring oder Hammer stunt, hitten alle 6 Dolche zusätzlich. Guck mal im Logbuch nach Heilung. Vampirism 357 geheilt. Ist das kranker Schweinekram. Aber guck mal, durch die Rubine gar nicht so viel. 19 durch den krassen, 9 durch den beschissenen. Und durch Regeneration 4 und durch Banane 4. So schnell ging der Fight. Alter. Ja, YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein!